Hallo, grüße euch. Jetzt geht's endlich los. Wir sind wieder live, also beziehungsweise ich. Ich gucke noch schnell, ob hier mein Video teilbar ist. Mit meinem superschnellen Laptop. Ich habe heute schon ein bisschen vorgearbeitet, wie ihr seht. Und eigentlich wollte ich ja schon ein paar Minuten früher online kommen, aber als erstes musste ich auf den Spielplatz. Und dann musste ich noch meine eine Kontaktlinse nochmal neu machen. Von daher Stress. Ja, aber jetzt bin ich da. Und jetzt gucken wir gleich mal. Da ist es. Dann gehen wir auf Teilen. So. Und wir starten heute mit einem ganz normalen Make-up. Ich habe mir was für die Augen überlegt. Ich glaube, das wird dieses Mal. Lasst mich überlegen. Also auf jeden Fall arbeiten wir mit Lidschattenpalette 4. Das ist die hier. Da seht ihr schon mal die Farben. Ja. Und ich glaube, wir bleiben heute im Braun und vielleicht nehmen wir noch ein Grün dazu. Mal schauen. Ich mache das jetzt noch schnell groß, das Video. So, jetzt mal. Na, Ton geh weg. So, jetzt sind wir fertig. Geteilt haben wir es. Jetzt warten wir noch auf Gäste, ne? Und währenddessen wir auf Gäste und Zuschauer warten, zeige ich euch hier mal. Ich habe vorgearbeitet und zwar natürlich als erstes, wie immer, kennt ihr ja, dass manchmal fehlen mir die Worte. Ich habe es genau abgespeichert und manchmal sind sie einfach weg. Hier, ich will immer Settingpuder sagen, aber das kommt auch zum Schluss, Mensch, Meier. Hier, Moment, ich muss mal in meiner lila Dash wieder kramen. Oh, so, hier. Ah, komm her. Also hier mit den zwei haben wir natürlich vorgearbeitet. Den Primer fürs Gesicht und den Primer auf die Augen. Und dann habe ich ein Contouring mit meinen drei BB-Farben gemacht. Cream, Biscuit und Chestnut. Chestnut ist das dunkle Biscuit und Cream. Hallo Alexandra, grüße dich, dass du zuschaust, finde ich echt klasse. Schau mal, ich habe die Konturen schon gemacht. Ich erkläre es dir auch nochmal hier oben das Dunkle hin. Hier diese T-Zone habe ich ganz hell gemacht. Hier dieses Dreieck habe ich weiß ausgearbeitet. Mein Kinn habe ich auch weiß ausgearbeitet. Die Fältchen ein bisschen hier mit weiß verdeckt und hier und da mit dem Dunklen gearbeitet. So. Die Augenbrauen habe ich auch schon mit unserer Augenbrauenpalette gemacht hier. Ich arbeite ja immer mit dem hellen Ton, habe das dann so nachgezogen. Das haben wir auch schon erledigt. Und jetzt gehen wir einfach mal über zu den Augen. Huch, ich räume hier wieder alles ab nebenbei. Die Lippen haben wir auch schon bearbeitet hier mit unserem Lippenpeeling. Das nehme ich nachher noch ab. Wie gesagt, ihr müsst es nicht unbedingt abnehmen. Ihr könnt das auch abschlecken. Ja. Gut, und ich habe euch versprochen, wir arbeiten mit Lidschattenpalette 4. Als Grundton nehmen wir den Tender. Den geben wir, ich habe irgendwie, oh, einen Fussel am Mund. Den geben wir komplett auf das Augenlid. Und ich sage immer, Tender ist so eine Farbe. Also man sieht nur ganz, ganz schwach, dass da überhaupt was ist. Es schimmert leicht. Aber genau das wollen wir ja erreichen. Dass wir erstmal ganz langsam anfangen und uns dann ein bisschen vorarbeiten. So. Das Ausklopfen ist deshalb wichtig hier, dieses, weil dann das überschüssige Produkt abfällt und wir sozusagen keine Klumpen auf den Augen haben, die wir uns dann da drauf schmieren. Ich gehe noch ein Stückle höher. So, reinige den schnell mit unserem Pinselreinigungsspray, damit ich die nächste Farbe dann auftragen kann. So,
Jetzt wollte ich eigentlich mit, bin mir nicht sicher, schau mal Alexandra, wenn du live mit bei bist, möchtest du lieber den Braunton oder diesen Braunton? Ich möchte gerne mit diesem Grün hier arbeiten. Was meinst du? Den dunklen oder den etwas helleren? Der dunklere ist brave und der hellere ist arrogant. Ich kann auch euch die mal auf den Handrücken auftragen. Tja, ich glaube, es hat sich schon fast für mich entschieden. Naja, wobei, seht ihr den Unterschied? Jetzt hier oben ist der dunklere, das ist brave und das ist der Arrogant-Ton. Jetzt muss ich natürlich wieder mein Pinselchen sauber machen. Wo habe ich es hingelegt? Da liegt es vor meiner Nase und ich sehe es nicht, wie immer. Was jetzt nämlich das Rosenwasser? Ich bin ja auch... Oh. Etwas durcheinander. So. Nee, man sieht nicht immer nur, wie ich meine Augen schminke. Ich mache auch manchmal, also gestern glaube ich, das Make-up war komplett. Da musst mal gucken, bitte. Tina. Ja. So, gut, dann starte ich jetzt einfach mal hier und gehe mit der Deluxe Brush in den helleren braunen Ton, also in den Arrogant, und trage mir den hier oben hin. Ah, ihr seht schon, schaut mal. Und Tina, wenn du mal guckst in meine ganzen Videos, irgendwo ist auch ein BB und ein Foundation-Video dabei. Ist nicht immer nur die Augen. So. Das verblende ich jetzt gleich. Aber es ist schön, dass du mir das sagst. Der zweite Ton. Ah, der... Ja, dann haben wir doch den richtigen Alexandra, oder? So. Machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Ja. Und wenn Tina etwas länger geblieben wäre, hätte sie natürlich auch noch Lippen gesehen. Und nicht nur Augen. Und das Highlight setzen, das verpasst sie jetzt auch. Nun ja, vielleicht guckt sie ja auch die anderen Videos noch, ne? So. Jetzt mache ich noch Folgendes. Ich ziehe hier unten drunter noch einen Strich. Um das ein bisschen zu verbinden. Verblende das auch. So. Hallo Sonja, grüß dich.
Freut mich, dass du auch zuschaust. Schön. So, und jetzt habe ich euch ja versprochen, wir arbeiten hier mit Cheerful, mit dem Grün noch. Ups, ich schalte euch wieder den Spiegel dahin. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich den auch mit der Brush auftrage. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ja. Reinige schnell noch den Pinsel von der braunen Farbe. So. Und trag mir den hier unten bis ins Eck auf. Mache ich auch auf der anderen Seite. Und ihr seht, man muss nicht immer diesen Rhythmus haben, nur dieses Eck auszumalen. Man kann auch mal hier unten drunter gehen. So, und jetzt sehe ich gerade, dass hier vorne das ein bisschen heller gewesen ist. Ich möchte natürlich genau gleich arbeiten, wenn es geht. Das verblende ich mir auch. Das verblende ich mir jetzt so ein bisschen nach hinten raus. Und hier hinten ziehe ich das ein bisschen nach vorne. So. So. Jetzt haben wir uns ein paar dunkle Augen gemacht. Jetzt gehe ich noch mit einem Glitzerton hier rein. Und da nehme ich dann aus der Palette am besten hier den Secreting. Den hier. Und den geben wir uns hier vorne hin. Mein Sohn ist gerade da. Hallo Sören. Hallo. Was möchtest du? Dann nimm dir noch was. Aber versuch nicht so viel Lärm zu machen. Bitte. Sehr schön. Habe ich mir natürlich hier in den Innenwinkel was reingesetzt, was ich nicht wollte. Ich finde, hier auf der Seite sieht man das noch nicht so gut. Also, oh, Auge getroffen. So, das blenden wir auch wieder aus. Natürlich jetzt doof, dass ich das Auge getroffen habe. Moment, ich muss meine Kontaktlinse da so ein bisschen bearbeiten, dass ich wieder was sehe. Aber irgendwie, ja, da so langsam kommt sie wieder zurück. Oh Mann, Kinders, das ist, wenn man erzählt, dann schrubbt und dann nun denn. So, ich hoffe, die ich sehe bald noch mehr. Sören guckt ganz interessiert, was ich hier tue. So, jetzt habe ich natürlich mein Pinselchen, was ich sonst immer verwende, dunkel gemacht. Das ist blöd, wenn wir in den Highlighter reingehen wollen. So.
highlighte hier oben wie immer. Was ist das Messer? Das Messer liegt in der Küche. Nein. Sören. Ich highlighte hier auf der Nasenspitze. So, und dann highlighte ich mit dem hellen Puder heute auch wieder hier. Auf dem Wangenknochen. Irgendwie habe ich da einen schwarzen. Nee. Ich dachte, ich hätte da so einen schwarzen Fleck. So. Ich werde immer besser. Danke, Sonja. Jetzt kann ich es wieder lesen. Ja, manchmal, man hat so Tage, wo manchmal ein Make-up gelingt und manchmal sieht es halt einfach auch mal nicht so gut aus, ne? Ich probiere ja auch immer nur. Das wäre ja immer blöde, wenn ich euch immer das Gleiche zeigen würde. So. Was haben wir noch nicht? Unsere Mascara fehlt. Und die packe ich jetzt aus. Und ich werde heute nicht mit der braunen arbeiten. Ich arbeite heute mit der schwarzen. Was ist das da? Was ist was da? Das ist mein Laptop, Sören. Auf der anderen Seite. Okay. So, Spiegel brauche ich natürlich wieder. Ohne Spiegel geht's nicht. Dann könnt ihr gleich sehen, wie sich das wieder verändert, ne? Ja, es gibt auch Looks, die gefallen mir jetzt nicht so oder die passen auch nicht so gut zu mir. Das gebe ich auch zu. Aber es wäre ja auch schade, wenn ich die euch auch nicht zeige. Von daher. Und jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Also da muss man ja auch dazu sagen. Tschüss, Sören. Der eine mag mehr blau, der andere mag mehr lila, der nächste mag mehr Rottöne, je nachdem. Und unseren Epic könnt ihr auch mehrmals auftragen, wenn ihr das möchtet. So, hier nochmal kurz drüber. So, jedenfalls freue ich mich immer über Zuschauer, muss ich zugeben. Aber meistens bin ich ja morgens online, ne? So, ich finde diese braunen Augen, finde ich, machen mich auch wahnsinnig dunkel und ja, es ist jetzt auch kein Look, wo ich Halleluja schreie und sage, super gelungen. Aber es zeigt halt die Farbvielfalt, die man machen kann, ne? Und um die Augen noch ein bisschen heller wirken zu lassen, mache ich hinten ein bisschen schwarz hinein und vorne weiß. Es öffnet die Augen dann nochmal. Mit dem Kajalstift natürlich, ne? Und den muss ich noch ein bisschen ausstreichen, weil ich den das letzte Mal nicht sauber gemacht habe. Denn wenn man in dieses Schwarz hineingeht, dann hat man immer ja, eine schwarze Spitze dann. Das Ganze male ich auf der Wasserlinie. So, und ihr seht schon, wie sich die Augen dadurch verändern, ne? So. Ich überlege noch, aber ich glaube, das wird mir zu dunkel, wenn ich mit unseren Dip and Draw Eyeliners noch einen Eyeliner-Strich ziehe. Ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Ja, die habe ich mir ja schon mächtig kräftig abgeschleckt von unserem Lippenpeeling. Das heißt, ich brauche da heute kein Tuch mehr zum Abwischen.
Und ich überlege euch, was ich euch zeige. Ich wollte euch eigentlich heute einen von den drei neuen, die ich mir zugelegt habe, Lipglosses zeigen. Jetzt habe ich insgesamt vier. Einmal diesen braunen, den wollte ich eigentlich nicht verwenden. Wie gesagt, einen von den drei neuen und bin jetzt also völlig am Überlegen, welchen ich nehmen soll. Oh, schaut mal, was passt am besten dazu? Habt ihr Vorschläge? Sollen wir den Lovesick nehmen? Sollen wir den Lippy nehmen? Oder sollen wir den Lovable nehmen? Rosa, Pfirsich, Pfirsichrot oder so ein bisschen rötlicher? Mädels, kommt, sagt's mir. Der mittlere, Pink. So. Sonja will unbedingt Pink sehen. Guck mal, der mittlere ist ja auch ein bisschen Pink. Ich zeig die euch mal auf der Hand, die zwei. Der mittlere hat auch was von Pink, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist der Lippy. Und der ganz pinke, der ist gar nicht so auffällig. Also doch Pink. Einigt ihr euch auf Pink, ja? Auf den unteren? Wenn nicht, machen wir einfach beide. Geht auch. Ich fange mal mit dem Pinken hier an. Wo ist mein Spiegel? Und jetzt kommt mein Satz immer. Lippenstift, Schocker. Würde zu meinem Tuch passen, ne? Pink. Pink. So. Das wäre Pink. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, wenn ihr es scheiße findet. Ja, wie gesagt, passt zu meinem Tuch. Aber eigentlich wollte ich das Tuch nachher wieder aufmachen, weil ich wollte ja meinen Pony wieder nach vorne holen. Sollen wir das so lassen oder sollen wir den da noch probieren? Nee, den wollen wir den? Wartet. Och, ich verschlamper hier alles. Nee, den wollten wir. Wenn, dann wollten wir vielleicht noch den so lassen. Okay. Wunderbar. Gut, dann sind wir fast fertig, weil zum Abschluss kommt noch unser Setting-Puder. Den anderen. Oh, Alexandra, okay, weil du es bist, nehmen wir jetzt auch noch den anderen. Hier. Komm, dann nehme ich unser von unseren Abschminktüchern. Ein Tuch, der Sören steht wieder neben mir. Sören ist zu langweilig draußen beim Spielen. Ist keiner mehr da? Ja. Ei, ei, ei. Gut. Der. So, hier. Den da, ne? Den nehmen wir jetzt. Jetzt hat er mich rausgeschmissen hier. Unverschämtheit. So. Flup. Mama, der Laptop, der, ja. der ist irgendwie langsamer. Ja. So, jetzt hört er mich wieder. So. Und jetzt tragen wir den anderen mal auf. So. Der hat ein bisschen so einen schimmernden Effekt noch mit bei. Also der glitzert noch. Das kann ich jetzt hier sehen. Ob ihr es sehen könnt, weiß ich nicht. Schaut mal. So sieht der andere aus.
So. Jetzt. Ja. So, und bitte. Okay. Danke. Behold Setting Puder, damit A, die BB Cream nicht so glänzt und B, damit unser Make-up gesettet ist. Ich bin hier so ein bisschen rot. Ich weiß aber nicht warum. So. Besser? Alexandra, gefällt es dir besser als der pinke? Ja. So, und um das Endergebnis komplett zu sehen, hole ich hier mal meinen Pony wieder runter. Ich sage, da verschwindet immer so ein bisschen was. Ich habe ja gestern beim Friseur, ups, einen neuen Pony gekriegt. Und irgendwie, also die Seite will noch nicht so, wie sie sollte. Naja, so ungefähr halt. So, steht noch ein bisschen ab. So, schaut mal. Und ich finde, also wie gesagt, zu dem Braun, mir steht nicht unbedingt diese braunen Farbtöne. Die machen mich irgendwie so, ich sage immer, ich sehe aus wie beim Friedhof oder so. Nun denn, trotzdem zeige ich es euch. Wir sind fertig. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert hier unten drunter, fragt es mich oder fragt es mich privat. Wenn ihr Lust habt, mal ein komplettes Make-up zu bekommen, meldet euch an, sagt hier, hab Lust drauf. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video teilt. Und dann zeige ich euch morgen wieder ein ganz komplettes, entweder mit Foundation oder BB Cream. Das dürft ihr mir natürlich auch gerne schreiben, was ihr gerne möchtet. Ne? Ja, dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.